Am Rande des UN-Klimagipfels in Bonn wollen diese Aktivisten ein riesiges Anti-Trump-Plakat von der Konrad-Adenauer-Brücke ablassen. Die Rheinquerung ist vom Gipfelgelände aus gut zu sehen. Donald Trump, der vor genau einem Jahr zum US-Präsidenten gewählt wurde, ist für die Aktivisten der größte Stolperstein der Klimapolitik. Dass sich die USA aus dem Prozess zurückziehen, stoppt die Schwungkraft. Aber genau diese Schwungkraft ist notwendig. Das ist unsere einzige Chance. Deshalb ist es so schädlich, was Trump getan hat. Das ist eine Rückkehr zu mittelalterlicher Irrationalität. Den Aktivisten gelingt es, das per Auto mitgebrachte Plakat auf der Brücke der Länge nach zu entrollen und auf die Brüstung zu hieven. Doch die Polizei bekommt schnell Wind von der Aktion und durchkreuzt die Pläne der Klimaschützer. Sofort sind Beamte per Auto, Motorrad und Schiff an Ort und Stelle und hindern die Aktivisten, ihr Plakat zu entrollen. Trump zu sehen, bekommen die Gipfelteilnehmer nicht.